Sailing, ja, das ist der unendliche Traum von Abenteuern, Wind. Ja, das ist, was uns antreibt und über die Meere bringt. Der Traum von Freiheit pur. Sailing. Auf dem unendlichen Meer. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Sailing Cerberus. Lasst doch bitte ein Abo und ein Like da. Dankeschön. Schönen guten Morgen hier von der Segeljacht Cerberus. Erstmal möchte ich mich bedanken für eure Likes und auch für die Kommentare. Macht weiter so mit euren Kommentaren und auch mit euren Likes. Das hilft uns immer wieder, die Videos zu verbessern. Und natürlich, wir machen die Videos ja nicht nur für uns, sondern auch für euch, damit ihr, wenn mal ein regnerischer Tag ist oder wenn ihr nicht selber nicht raus könnt zum Segeln, der eine oder andere hat irgendwas, was er erledigen muss, damit ihr auf eurem Sofa teilhaben könnt an unseren Abenteuern, unseren Reisen. Ich weiß, manche Videos sind bestimmt nicht für jedermann gedacht. Das sind so technische Videos oder wie gesagt, Refit-Arbeiten oder sowas. Aber das gehört zum Segeln dazu und das muss natürlich auch rübergebracht werden. Viele haben vielleicht dadurch gedacht, naja, kaufe ich mir doch kein Segelschiff, ist doch viel Arbeit. Und dann haben wir doch denen damit geholfen. Ja, jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind dabei, unser Schiff zu bunkern. Es geht auf eine längere Reise. So ist es jedenfalls geplant, so wie das Corona zulässt. Wir müssen erst mal sehen, wo wir überhaupt hin können, welchen Hafen und so weiter. Momentan sind die Häfen noch dicht. Sie werden jetzt nach und nach geöffnet. Corona verabschiedet sich so langsam, so wie es aussieht. Ob das nun stimmt, weiß ich nicht. Das weiß niemand, was uns erwartet in der Zukunft. Aber wir werden so, geplant sind so 2-2,5 Monate Ostsee dieses Jahr noch, bevor wir auf die Kanaren verholen wollen. Und schauen wir mal, was für schöne Videos wir euch da zeigen können. Jetzt herzlich willkommen zum neuen Video und denkt daran, bitte ein Like oder lasst sogar ein Abo da. Wenn ihr ein Abo da lasst, das würde mich auch noch freuen. Und ihr seid immer dran, wenn es wieder heißt Sailing Cerberus. Jetzt aber erstmal Rückblick. Das Schiff steht noch an Land. Wir schauen uns erstmal den neuen Anker an, an Rockner 15. Der Gastmann war auch da. Wir haben eine neue Gastprüfung gebraucht an Bord. Und wir haben einen neuen Sonnenschutz für unser Deck. Und nun wird das Schiff ins Wasser begleitet. Halt, stopp! Ein neues B-Mini haben wir auch noch. Das zeige ich euch auch noch. Das haben wir selber genäht. Das Schiff steht jetzt auf einem Wagen, einem Slipwagen, den man hydraulisch beeinflussen kann. Also er kann hydraulisch gehoben und auch hydraulisch gesenkt werden. Hier wird das Schiff nicht mit einem Kran zu Wasser gelassen, sondern mit einem Slipwagen, der
einige Tonnen tragen kann und groß genug ist, damit das Schiff sicher ins Wasser geleitet wird. Der Wagen wird jetzt an eine Winde gekoppelt, wie man im Hintergrund sieht, dieses blaue Häuschen dort. Da ist eine Winde drin, die einige Tonnen ziehen kann. Und da wird das dann eingehangen und zu Wasser gelassen. Hier werden letzte Vorbereitungen getroffen, da werden noch Leinen festgezurrt, damit das Schiff nicht absacken kann. Und so werden wir jetzt ins Nasse übergeben, also ins Wasser. Jetzt werden die Leinen alle vom Trailer und Schiff getrennt, komplett achtern wie vorne, dann kann das Schiff aufschwimmen und dann fahren wir raus aus dem Wagen. Ja, jetzt sind wir soweit. Jetzt warten wir nur noch auf den Ablegetermin. Dann geht das los, dann schmeißen wir die Leinen los. Soweit ist das Schiff fertig, bis auf die Abdeckung für den Außenbordmotor fürs Dinghy. Da kommt noch eine neue rauf in Grau. Dieses Blaue kommt weg. Das passt nicht zum Schiff. Ja, soweit. So, hier ist unsere Webadresse cerberus-34.de, unser YouTube-Kanal und ja. Hier ist noch der neue Anker im Rockner. Ja. So. Hier sieht man nochmal unser Bimini, was wir ja auch selber
Den Stoff haben wir ja selber gemacht, weil wir nicht zufrieden waren mit dem, was da dran war. Aber das Gestell ist gekauft und das ist sehr gut, das Gestell. Das hat mir von vornherein gefallen. Das ist auch eine sehr gute Qualität in Edelstahl, V4A. Ja, jetzt können wir noch mal reingucken hier in unser Cockpit. So. Da haben wir auch eine Persenning für, wenn jetzt die Kuchenbude ab ist. Die wird ja abgenommen, wenn wir segeln gehen. Hier unser klassischer Grill, der darf natürlich nicht fehlen. Das ist eigentlich, vielleicht erkennen den einige, ein ganz billiges Teil, aber er ist zum Grillen hervorragend. Und den kann man jedes Jahr neu draufstecken. Wir haben da einige von gekauft für so wenig Geld, ich glaube 20 Euro pro Stück. Und somit haben wir jedes Jahr einen schönen neuen Grill. Ja. Nun der Heimathafen der Cerberus. Hier liegt sie, wenn wir nicht auf Reisen sind. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Däumchen hoch da für mich. Das freut mich. Seelink Cerberus sagt nun goodbye, auf Wiedersehen. Seid wieder bitte dabei, wenn es heißt Segeln mit der Cerberus.